Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play auf meinem YouTube-Channel GamerCouts. Ich bin sehr stolz drauf, dieses Let's Play erneut führen zu können und sagen zu können, willkommen zu unserer zweiten Staffel von Let's Play Animal Crossing New Leaf. Animal Crossing New Leaf. 2011 war bis für den 3DS erschienen und einige Jahre später als Welcome Amiibo erneut erschienen und dann ebenfalls als Nintendo Select-Titel gekrönt, als einer von den besten Spielen, für die es von Nintendo-Konsolen gab. Das war ja so eine Reihe Nintendo Select, die gab es ja damals für die Wii U und eben auch von 3DS und da habe ich mir eben jetzt die Nintendo Select-Variante dazu gegönnt. Hier kann man das Cover davon sehen. Und ja, wir zocken wieder Animal Crossing New Leaf. Und das machen wir als Let's Play-Projekt. Ganz klasse, wie es ist, finde ich, zu diesem Game auch gehört. Ich habe es überlegt, komm David, machst du das Ganze klasse? Oder machst du das als Live-Let's Play? Aber ich dachte, komm, ich mache das klasse, weil irgendwie dieser Game hat dieses klassische LP-Vibe und das will ich einfach fortfahren. Wird ein besonderes Projekt, denn ich habe mir vorgenommen, jeden Tag für 365 Tage einmal in Animal Crossing New Leaf drin gewesen zu sein. Also die Parte werden jeden Tag erscheinen, aber werden davon nicht so extremst lang sein. Das ist mein Plan, aber mehr dazu erkläre ich euch gleich, wenn wir im Games Input vorschlagen. Wir gehen doch jetzt erstmal ins Game rein. Hallo, ich habe da mal eine Frage. Du hast doch gerade eine Fahrkarte nach Sorglos gelöst, oder? Da kenne ich mich nämlich ganz gut aus. Ist da frei? Klar, bitte, setz dich doch zu mir. Danke. Wie heißt du denn eigentlich? Jo, also ich bin der David. Nicht mit F, sondern mit V. So. Hallo David, du hast da einen tollen Namen, ganz ehrlich. Finde ich auch, ganz klar. Cool, oder? Ja, so ein männlicher Name passt perfekt zu einem ersten Kerl wie dir. Ich bin kein Junge. Nein, Scherz, finde ich auch. Also fährst du oft nach Sorglos, David? War noch nie da. Ich weiß nicht, wieso der Satz jetzt auf einmal Sorglos heißt, weil ich konnte mir keinen Namen auswählen. Ich habe das Gebrauch gekauft, aber okay. Dann heißt uns das halt Sorglos. So. Ist hier um. Was ist? Wie spannend. Oh, aber wenn du zum ersten Mal dahin fährst, dann weißt du doch noch gar nicht, wo du wohnen wirst. Ich finde so ein etwas. Einfach hinfahren und dann sehen. Dieser Mut gefällt mir. Feuerplan ist auch langweilig, natürlich. Macht kein Mensch, ne? Du wirst bestimmt ein hübsches Häuschen finden und in der neuen Stadt wunderbar zurecht kommen. Nächster Halt, Sorglos. Turn bitte erst nach Stillstand des Zuges öffnen. Oh, ich glaube, wir sind gleich in Sorglos angekommen. Es war nett mit dieser Quatzen. Es hat ja lange nichts mehr für so viel Spaß bei einer Zugfahrt. Also dann, mach's gut, David. Okay, dann geht's wohl nach Sorglos, wie es aussieht. Dann wissen wir doch gleich, wie unsere schöne Stadt heißt, ne? Ist das schön. Mal wieder mit dem Zug zu fahren, der voll klein ist. Dann auf einmal in einem schönen, sorglosen Städtchen eins. Also komm, aber Sorglos passt es auch irgendwie. Willkommen in Sorglos. Ich wünsche dir einen schönen Aufenthalt. Willkommen in Sorglos. Du bist doch David, stimmt's? Ich habe eine Nachricht für dich. Du sollst dich möglichst bald im Rathaus melden. Hier nimm diese Karte der Stadt, damit du das Rathaus auch findest. Das Rathaus blinkt auf der Karte auf dem Touchscreen, also es ist leicht zu finden. Ja, okay, ich glaube, das bekommen wir hin. Behaupte es einfach mal, oder Leute? Ich glaube, das bekommen wir hin. Würde sagen, gehen wir doch mal jetzt Richtung Rathaus und schauen, was da so alles abgeht und ob da was abgeht. Ne? Und da ist es da. Nee, da ist der Bahnhof. Brr. Aber da unten blinkt das Rathaus. Ich weiß nicht, gerade blinkt es nicht, aber es sieht sehr lila aus, deswegen gehen wir einfach mal hin. Da haben wir es auch schon gefunden, unser schönes Rathaus. Kann man hier vielleicht? Man hier sogar irgendwann dann
den Namen bearbeiten von der Stadt, weil ich will ihn ganz gerne umändern irgendwann. Oh, du bist David Stimms, willkommen in Sorglos. Das ist Melinda. Das Spoiler ist einfach mal, obwohl wir es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen können, weil da ja noch die drei Fragezeichen sind, ne? Das ist das Rathaus. Wir tun hier alles zum Wohle der Einwohner dieser Stadt. Ich heiße Melinda und arbeite hier. Ich bin übrigens auch die Sekretärin von Kelly, unserem Stadtoberhaupt. Wenn Hilfe brauchst, frag mich einfach. Ich würde dich ja gerne als Einwohner dieser Stadt anmelden. Wir können eine Anmeldung aber erst abschließen, wenn du eine feste Bleibe hast. Du bittest im Immobilienbüro Immonrook, dort hilft man dir sicher dabei, eine Unterkunft zu finden. Wirf doch mal einen kurzen Blick auf deine Karte. Siehst du die Bahngleise im Norden, wenn du die überquerst, gelangst du zur Einkaufsmeile. Sobald du dich entschieden hast, wo du wohnen willst, helfe ich dir mit deiner Anmeldung. Komm bitte wieder, wenn du das erledigt hast. Okay. Ja, der Tom Nook, ne, das sieht dann wieder ab, aber dahin hilft alles nichts. Da werden wir jetzt wohl als nächstes mal hingehen und hinsauen müssen, ne? So jetzt aus. Dann machen wir das einfach mal, würde ich vorschlagen. Wir gehen zur Einkaufsmeile, mal ist das schön. Also das Game habe ich wirklich in mein Herz geschlossen. Das sind so viele Erinnerungen von früher. Ich finde es einfach so cool, das jetzt nochmal durchzuspielen. Einfach ein Jahr lang durchzuziehen. Und das Game ein bisschen auch den 3DS, weil ja der Online-Support dieses abgestellt wird, für den gebürtigen Abschluss zu geben. So, da ist der Laden, der wird bald offen haben, aber wir brauchen erstmal... Ja, Immonrook. Das ist das Einzige, was leuchtet. Was für ein Zufall. Er tut auch spät nachts noch arbeiten hier, der Tom Nook. Der ist ein richtiger Geschäftsmann. Ich sag's, wie es ist, ne? Hereinspaziert. Willkommen. Ah, du musst wohl David sein. Du bist der neue Einwohner in unserer Stadt, hm? Ja, so sieht's aus. Ich bin der neue Einwohner hier in der Stadt. Und ich hoffe, dass ich dies auch nicht bereue. Melinda aus dem Rathaus hat mir hier gesagt, dass du kommen würdest. Du bist hier, weil du auf der Suche nach einem Zuhause bist, ja? Oh, alles. Du bist hier in Heuristik. Ich baue dir ein Haus, wo immer du willst. Naja. Also, hast du es entschieden, wo du wohnen willst? Noch nicht. Das haben wir uns erstmal an. Ich habe mir schon gedacht. Schließlich bist du gerade erst angekommen. Nimm die Zeit und such dir in aller Ruhe einen perfekten Ort. Nur keine Hektik. Ich begleite dich. Also, sag mir einfach Bescheid, wenn dir es irgendwo gefällt. Okay. Ich will einfach in die Einkaufsmeile dann jetzt. Ja, es muss mir erstmal einen strategisch sinnvollen Ort für unser Haus finden. Strategisch sinnvoll. Fände ich sogar, wenn der Rest in der Nähe von der Einkaufsmeile ist. Aber auch nicht so weit weg von dem ganzen Rest, wo was abgeht. Ich glaube, dass hier sogar ein Rest so eines Örts drin ist, aber ich will noch ein bisschen weitergehen. Hier könnte man doch so ein Haus hinbauen. Hier ist auch eine Klippe. Hier will ich mein Haus hinhaben. Hm, soll ich hier dein Haus bauen? Ganz genau, da will ich es hinhaben. Naja, hier ist genug Platz, um ein Haus zu bauen. Und die Fundgrube ist ja in der Nähe, sehr praktisch, wenn du gerne deine Einrichtung umgestaltest. Wir müssen alle Bäume, Blumen und vergrabene Gegenstände aus dem Weg räumen, um hier zu bauen. Wenn das für dich in Ordnung ist, können wir gleich anfangen. Also gut, schauen wir mal. Das Haus wird ungefähr so aussehen. Ich bin ja mal gespannt. Jawohl, genau so habe ich mich vorgestellt. Jawohl, da muss es hin. Das ist perfekt so. Damit ist jetzt beschlossene Sache. Es wird ein bisschen dauern, bis dein Haus fertig ist. Solange Penny ist einmal unter der Brücke als ein Penner. Kein Problem. Aber den Bauplatz reserviere ich für dieses Mal. Ja, ja. Schön. Und hiermit gehört dieses Grundstück offiziell dir, David. Hm. Wenn wir also der Preis für das Grundstück dazu kommt, das Material und die Baukosten, muss es erstmal noch durchrechnen und sagt dir dann später, wie viel es kostet. Bis wir sein sowieso erstmal beschäftigt. Schließlich bist du gerade erst umgezogen. Komm auf mein Büro vorbei, sobald du dich um alles andere gekümmert hast. Oh, du brauchst wahrscheinlich noch einen Schlafplatz, stimmt's? Kleinen Moment. Ah, jetzt kommt das Zelt, ne? Tada, ich weiß zwar nicht, wie auf den Platz da ein Haus gebaut werden soll, wenn das Zelt steht, aber ist ja wurscht. Ich leihe dir dieses Zelt, damit du heute Nacht drin schlafen kannst. Ich hab dir sogar schon einen Briefkasten aufgestellt, auch wenn er ein bisschen serbig aussieht. Standard. Ein Zelt mit Briefkasten sieht man selten, oder?